Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Brokkoli-Cheddar-Suppe vorstellen und zwar mal wieder in der iPrep and Cook und dazu auch noch Shred and Slice. Wir holen heute die ganze Technik raus, die zur Verfügung steht. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alle Zutaten für die Brokkoli-Cheddar-Suppe liegen bereit. Ein Rezept, was ich heute mal wieder in der iPrep machen möchte, und zwar zusammen auch mit Shred and Slice, mit dem wunderbaren Aufsatz, den ich heute mal benutzen werde, weil das so super einfach ist, man die Möhren hier nicht mühsam raspeln muss. Und auch die Zwiebel werden wir gleich so verarbeiten, die ich nur noch pelle und dann halbiere. Und ansonsten haben wir alles bereit liegen hier. Natürlich Brokkoli, ungefähr 500 Gramm hier. Mit zwei Strünken. Ich habe die Strünke jetzt schon mal abgeschnitten hier, wie auch nachher die anderen kleinen Strünken. Die werfe ich nicht weg. Ich werde sie mitverarbeiten und nachher mit der Shred and Slice verarbeiten, denn die kann man essen. Das ist also kein Grund, dieses Gemüse wegzuwerfen. Das ist nicht so schön optisch, aber in der Suppe allemal gut. Dann zwei Möhren, ungefähr 300 Gramm hier, zwei große, die wir auch schreddern werden. In der Shred and Slice und eine große Gemüsezwiebel hier, die wir ebenso verarbeiten werden. Das zunächst mal das Gemüse. Dann brauchen wir für die Suppe weiterhin Mehl hier. Wir brauchen süße Sahne, wir brauchen Schmand oder saure Sahne hier. Wir brauchen Butter und Pfeffer und Salz. Genaue Angaben wie immer in der Infobox. Und zur Flüssigkeit habe ich jetzt hier mal so einen guten 3/4 Liter Gemüsebrühe genommen. Gieße ich zu nach Bedarf. Mal gucken, ob ich so viel brauche, aber es soll so ein Liter Suppe ungefähr rauskommen insgesamt und die soll sehr dickflüssig sein. Das ist so bei der Brokkoli Cheddar Soup. Die Suppe soll wirklich dickflüssig sein, also nicht so eine dünne, wässrige Suppe. Deswegen gieße ich so ein bisschen an, je nach Bedarf. Und weil es natürlich eine Cheddar Suppe ist, brauchen wir Cheddar. Hier nochmal in Scheiben, die werde ich nachher ein bisschen kleiner schneiden, während die Suppe dann kocht, in Würfel, und geben wir die so im letzten Drittel zur Suppe dazu. Ja, dann haben wir alles hier bereit und können anfangen. So, ich fange an und schneide zunächst mal beim Brokkoli hier die Röschen raus. Und zwar so, dass man dann auch tatsächlich nur noch hinterher die kleinen Röschen hat, die wir ein bisschen zerkleinern werden. Ich sagte ja schon, den Strunk schmeiße ich nicht weg, sondern den gebe ich dann gleich in die Shred and Slice. So, seht ihr, den behalte ich jetzt hier. So, das war es auch schon an Vorarbeiten. Mehr müssen wir nicht machen. Den Käse kann ich zwischendurch schneiden, während nachher die Suppe kocht. Jetzt können wir schon die Maschine mit der Shred and Slice aufbauen. An der Möhre müssen wir nichts mehr machen. Die habe ich gewaschen, jetzt ein bisschen geputzt. Schälen muss man die meines Erachtens nicht. Das heißt, die Möhren können wir so verwenden. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist die Zwiebel schneiden. Die würde ich jetzt gleich pellen und dann vierteln. Und dann können wir sie auch in der Shred and Slice verarbeiten. So, die Maschine ist aufgebaut jetzt. Und ich sagte ja schon, wir werden heute mit dem Shred and Slice, mit dem Zusatzgerät hier arbeiten, weil das wirklich super schnell geht. Gerade auch bei größeren Mengen, heute mal kleinere Menge, aber im Prinzip natürlich identisch. Und zwar heute mit der Scheibe C, das kann man mal schlecht erkennen hier, Scheibe C, also das ist die Scheibe hier mit der größten Einstellung für Schnitzel, für Möhrenschnitzel beispielsweise. Da geht aber auch Zwiebel und auch hier die Brokkoli-Strünke mit. Also ich setze mal zunächst mal wieder die Achse ein, die man hier einsetzen muss dann in der Maschine, und drehe dann hier auch die Scheibe richtig auf und dann schließe ich mit dem Shred and Slice Deckel hier die Maschine. Und jetzt habt ihr hier oben hier diesen komfortablen Drücker, den man eigentlich nicht braucht, wie ihr gleich sehen werdet. Die Maschine ist so schnell und so kräftig, dass man gar nicht mehr drücken muss. Ich stelle mal hier ein, maximal Stufe 8. Es geht in der Regel sowieso nur bis Stufe 10. Schneller sollte man, darf man nicht machen. Und jetzt hier, damit wir ein bisschen Zeit haben. So lange wird es aber nicht dauern. Ja, 3 Minuten, aber die brauchen wir nicht. Und dann können wir jetzt mal hier das Gemüse verarbeiten. Das würde ich jetzt reinschmeißen und dann seht ihr, wie schnell das geht. Auf geht's! Was haben wir gebraucht? Knappe 2 Minuten vielleicht.
Na, das reicht auch. Okay, dann schauen wir mal rein, wie das Ergebnis aussieht. Ja. Ja, und ihr seht, das ist der einzige letzte Rest hier, der noch übergeblieben ist. Und dann sieht man jetzt schon hier, die Maschine macht das wirklich wunderbar klein. Und da kommt ja dann unser Brokkoli dazu. Und da sieht man eben jetzt hier, ja, das ist eine ganz tolle Konsistenz. Und es geht dann wirklich schneller als mit der Hand. Und die Maschine ist wirklich schnell abgewaschen, diese eine Scheibe. Und oben die Shred and Slice, die Abdeckung, alles schön homogen, auch die Zwiebeln. Das klappt also mit der Scheibe wirklich gut. Und ja, jetzt können wir auch weitermachen. Wir kochen jetzt die eigentliche Suppe. So, und ich setze jetzt als nächstes hier das Knet- und Mahlmesser wieder ein. Das, was wir für Teig normalerweise nehmen, für harte Sachen. Dazu mache ich jetzt zunächst mal vorne ein bisschen Platz, damit ich das Messer einsetzen kann. Und an die Seite gebe ich gleich die Butter. Und dann dünste ich das Ganze erstmal an, bevor ich das Mehl dazu gebe. So, ihr seht, das Messer habe ich eingesetzt hier. Und jetzt gebe ich die Butter hier an die Seite. Denn so musste ich jetzt auch nicht in den Topf wechseln. Und nochmal alles dreckig machen. Alles in einem Topf. Und jetzt nehme ich wieder den ganz normalen Deckel. Zunächst teile ich das hier noch ein bisschen. Und das Ganze lasse ich jetzt 10 Minuten bis Viertelstunde andünsten. Und dann gebe ich das Mehl dazu und die anderen Zutaten. Schließe ich den Topf und das ist natürlich zu viel jetzt hier zum Rühren bei der Menge. Ich mache mal Stufe 3, vielleicht ein bisschen höher gleich. Temperatur mal ruhig hier 110, damit wir auch nicht Power haben gleich. Auch wenn das für die Butter an sich zu heiß ist, aber wir haben ja viel Gemüse drin und Flüssigkeit. Das dürfte kein Problem sein. Und das Ganze jetzt erstmal 10 Minuten bestimmt, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf geht's. So, 10 Minuten sind um. Wir schauen mal rein. Gucken, wie es aussieht. Ich habe gar nicht reingeguckt zwischendurch. Wollte ich auch nicht, habe ich gar nicht gemacht. Ja. Oh ja. Hier sieht man schon jetzt, dass Zwiebeln und Karotten und schon die Strünke vom Brokkoli zusammengedampft sind. Das heißt, jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt gebe ich mein Mehl dazu, dass ich jetzt ein bisschen verbinden soll, dass die Masse ein bisschen binden soll. Und das Ganze lasse ich jetzt noch mal nach so 5 Minuten bei der gleichen Temperatur, also 100 Grad, noch mal andicken. Und dann kommen die Flüssigkeiten dazu und dann schauen wir wieder. Also, weiter geht's. Na, nochmal, ich mache mal Stufe 4. Ach, Stufe 3 reicht. Wir nehmen wieder 110 Grad und machen nochmal so knappe 5 Minuten. Auf geht's. So, ihr habt gehört, nächster Block ist durch. Wir gucken mal rein. Ja, na, und jetzt sieht man auch schon, das Ganze ist doch schon sämig angedickt. Na, ihr hört auch, blubbert schon, brutzelt schon. Und jetzt gebe ich alle meine anderen Zutaten hinzu, außer dem Käse. Und dann lassen wir das Ganze nochmal gute 10 Minuten aufkochen. Und dann kommt erst der Käse hinzu. Ich teste dann den Brokkoli, ob der wirklich schon weich ist, weich genug. Und wenn nicht, dann machen wir ruhig noch mal ein paar Minuten. Aber das sollte eigentlich reichen. Das sind ja nur kleine Röschen.
Ich schiebe hier nochmal runter so ein bisschen. Ist da noch was? Nein. So, und jetzt kommt auch der Brokkoli dazu. Den ich jetzt hier nochmal ein bisschen mische. Und meine Gewürze, Pfeffer und Salz. Ja. Und so, und auf geht's zur vorletzten Runde. Wir schließen den Topf wieder. Und lassen das Ganze jetzt nochmal wieder bei Stufe 3. Das reichte hier. Wenn nicht, schalte ich gleich ein bisschen höher. Und wieder bei 110 Grad nochmal 10 Minuten. Richtig aufkochen, denn jetzt wollen wir auch, dass das Ganze ein bisschen sämig wird. Und dann gucken wir mal, ob das reicht. Auf geht's! So, ihr habt's gehört. 10 Minuten sind um. Und wir schauen mal. Oh ja. Na, ihr seht, die Suppe hat schon eine tolle Sämigkeit. Und jetzt müsst ihr natürlich selber entscheiden für euch. Reicht euch das? Ist das dick genug hier? Oder zu dick schon? Also für eine normale Suppe, so wie wir sie jetzt hier in Deutschland, Europa essen, würde sie wahrscheinlich schon reichen. Na? Aber wenn ihr mal guckt, das ist ja auch irgendwie ein Rezept, was ich jedenfalls nur in den USA bisher gesehen habe. Da ist die wirklich so dick, denn jetzt kommt natürlich der Cheddar rein, das Highlight der Suppe. Da ist die wirklich so dick, dass die Kelle drin steht. Ich mag das. Ich persönlich bin ein großer Fan von solchen Suppen. Also jetzt geben wir hier, auch wenn die schon reichlich gebunden ist und schon richtig, richtig lecker aussieht. Und ich habe eben zwischendurch mal probiert. Der Brokkoli ist natürlich durch, überhaupt keine Frage. Aber wir geben jetzt gleich wohl noch den Cheddar dazu. Und das sollten eigentlich nur noch 5 Minuten sein. Das müsste reichen. Dann müsste auch der Cheddar geschmolzen sein. Also letzter Gang hier, Cheddar rein, 5 Minuten und dann schauen wir, ob es geklappt hat. Ich habe den mir zwischendurch hier in Würfel geschnitten. Ich kriegte keinen geriebenen, ich mache den ohnehin gerne selber. So, und diesmal habe ich Scheiben genommen, kein Problem. Und letzte Mal Deckel schließen und wir machen wieder Stufe 3 hier, das hat gereicht. Nicht mehr so hohe Temperatur, denn es ist alles durch. Es reicht also hier 80, 90 Grad reicht. Und das Ganze nochmal höchstens 5 Minuten. Und dann gucken wir. Auf geht's. So, die letzten 5 Minuten sind auch um und ihr seht hier, meine Brokkoli-Cheddar-Suppe ist wundervoll von der Farbe her und auch von der Konsistenz. Brokkoli ist nicht ganz matschig, nicht ganz klein. Ich habe schon probiert, hat noch ein ganz bisschen Biss, also ist auf jeden Fall durch, aber nicht matschig. Und sie schmeckt sensationell, wirklich toll nach Käse. Sehr, sehr creamy und wow, sie könnte vielleicht sogar noch ein Stück fester sein, noch ein bisschen sämiger, aber so ist sie schon sehr lecker. Ich habe sie schon probiert, wundervoll. Also wirklich ein tolles Rezept, mal wieder Soul Food. Wenn es einem schlecht geht, dann kann man mal wieder diese leckere Suppe machen. Bei dem Wetter passt es eh hier im Winter. Also kann ich euch nur empfehlen, hat geklappt, meine Brokkoli-Cheddar-Suppe. In der iPrep zusammen mit Shred and Slice mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.